Jo Leute, Andi nochmal. Wir haben 22:30 Uhr und ein kurzes Update zu meiner mobilen Solaranlage. Ja, da geht sogar Licht an. Ha, neuerdings. Ja, ich habe jetzt, wo es abends spät wird, die Anlage nach Osten ausgerichtet, wo genau hier die Sonne aufgeht, an der Stelle. Und wenn er mittags wird, dann tue ich die Richtung Süden ausrichten. Und später nachmittags Richtung Westen. Gut, da ist der Baum im Weg, aber dann habe ich hier nur eine Lücke noch zwischendurch. Das läuft schon, sofern ich Zeit habe und nicht arbeiten muss. Weil letzten Tage hat das sehr gut geklappt. Ich habe ja seit. Wir haben seit 5 Tagen habe ich schönes Wetter und habe ich durchgehend meine Kühl-Gefrier-Kombination, die ungefähr 80 bis 100 Watt zieht. Da habe ich ein Kabel in die Wohnung reingelegt. So, und da habe ich bis jetzt 8,57 Kilowattstunde. Jetzt nicht in 4 Tagen, aber ungefähr pro Tag 1 Kilowatt, kann man sagen. Ne, das ist 0,8 sein. Aber läppert sich ja, ne? Im Jahr. So, jetzt habe ich zusätzlich hier noch Paneele dran. 150, 250, 350 Watt. Und teilweise habe ich so einen Solarteppich, den ich noch dran mache. Dann habe ich 700 Watt hier insgesamt. Und alles auf 12 Volt. Ja, und das läuft. Und der geht da hier auf 230 Spannungswandler bis 3000 Watt. Ist natürlich klar, wenn man 3000 Watt dran macht, ist das natürlich übel, ne? Das zieht schon weit weg. Ich hab ja den Opel Rocks E, habe ich ja auch schon aufgeladen. Nicht ganz, aber ich bin ehrlich, 20 Kilometer habe ich geschafft. Mit dieser Anlage 20 Kilometer habe ich aufgeladen. So, läuft noch Nachtmodus. Ja. So, hier bei dem Messgerät kann man auch sehen, ich habe hier zum Beispiel 3,25 € schon gespart. Mit meiner selbstgebauten mobilen Anlage bei 38 Cent, die aktuell sind. Jetzt läuft gerade nichts, nicht viel. Und ich habe hier volle Spannung von 234 Volt. Zum Beispiel hier das Teil habe ich hier vor. Das habe ich vor 10 Jahren schon gebaut. Also ich bastel schon länger damit rum. Da habe ich 2x50 Watt. Der Spannungswandler aus China da, Laderegler meine ich. Der ist einer der besten gewesen. Bei Wind und Regen schon draußen gestanden und der hält immer noch. Ist aber Glückssache, weil viele habe ich tausendmal umgetauscht. Ja. So sieht das aus. Funktioniert immer noch super. Natürlich der Knaller ist hier, weil ich mir hier gebaut habe, ne? Also bei Regen muss ich die beiden zusätzlichen, hier habe ich nochmal 100 Watt, muss ich die wegpacken, weil dann mache ich die Tür zu. Ganz einfach. So, hier ist auch ein extra Laderegler dran. Wichtig ist, dass man an jedem Panel einen extra Laderegler dran hat. Und dann funktioniert das auch, indem man das einfach zusammensteckt, sage ich mal. Ansonsten gibt es ja diese MC4-Stecker, wo man Solarkabel verbindet.
Ja. So, läuft, dann muss laufen. Ich muss ja Geld wieder reinkriegen hier für meine Arbeit und Mühe und das war ja auch nicht umsonst, ne? Allein so ein Spannungswandler kostet 300 Euro. Reine Siedlungswelle. Ja. Es ist auch ein Hobby, sag ich mal. Natürlich auch ein Hobby. Und das macht einfach Spaß, wenn man, auch wenn es nicht kostenlos war, ne, wenn man angesichts der Tatsachen, würde ich hier ausgegeben haben für die Teile, ne, die Batterie ist auch, kostet auch 200 Euro, 300 fast, 280 Amperestunden, kannst du 280 Euro auch rechnen, ne, beziehungsweise 260 vielleicht in dem Fall habe ich bezahlt. Ne, aber das ist ein Hobby. So, wie gesagt, wenn jetzt Regen ist, kann er trotzdem laufen. Dann habe ich hier so ein Fach gebastelt. So, da tue ich das Kabel durch. Und habe hier so eine Kerbe eingefräst hier, dass du die Tür komplett zumachen kannst. Und ich habe das Teil 100% wasserdicht gebaut. Der kann ein Starkregen kommen, wie es will. Der kommt nicht ein Tropfen rein. Der ist komplett versiegelt. Ne, erstmal hier mit 1000 Platten Silikon drunter. Der Panel ist aber so wasserdicht, ist klar. Dann habe ich Silikon versiegelt und was weiß ich. Und dann drunter. Ist 1000%ig wasserdicht. Ne? Das ist nur, was ich halt mache, ist, wenn es regnet, dass ich die Zusatzpaneele weglasse, dass die Tür richtig geschlossen wird. Ne? Und so habe ich dann, da, mich wieder an, ein 100% wasserdichtes System und eine mobile Solaranlage, eine mobile, was kaum einer hat. Das hat kein Balkonkraftwerk und keine normale Solaranlage, weil ich kann es ja immer in die Sonne schieben. Ich kann den Desert Tempel, wie ich ihn genannt habe und getauft habe, immer wieder dahin schieben, wo die Sonne ist. Ne? Und so habe ich zwar nur 150 Watt, aber wenn du den ganzen Tag über immer in die Sonne schiebst, dann hast du am Ende wie 600 Watt, sag ich mal. Weil du ja alle Himmelsrichtungen ausnutzen tust. Ne? Klar, Richtung Norden, ich weiß, da ist keine Sonne. Aber ihr wisst, was ich meine. Da ist ja dieser Tempel. 1.1, weil ich habe den auch schon mal überarbeitet. 1.0 Version war die erste und ich habe den wochenlang überarbeitet. Auch von der Stabilität her, von der Wasserdichtigkeit. Das war ein Projekt über Wochen. Ja, ich bin stolz drauf. Und ich denke mal, dass einige Leute euch das von euch interessieren wird. Und deswegen mache ich dieses Video. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt mir Fragen. Ansonsten gefällt euch das, Daumen nach oben. Fragen stellen. Abonnieren. Und ich habe da auch noch mehr zu erzählen. Ich mache das schon seit über 10 Jahren, dass ich so Sachen bastel, so mit 12 Volt. Ich habe das sogar selber auf dem Dach schon installiert gehabt. Und also Sachen. Finde ich interessant. Also bevor das Wort Balkonkraftwerk überhaupt gab, habe ich damit schon rumgebastelt. So. Dann sage ich mal gute Nacht und danke fürs Zusehen.